Das hier ist das HTC One S. Es gehört wie sein kleiner Partner dem HTC One V der HTC One-Reihe an. Mit einem Preis von 433 Euro gehört es aber eher zu den hochklassigen Handys. Von der Verpackung her hat sich aber im Vergleich zum One V nichts geändert. Als erstes hätten wir da direkt wieder das Gerät. Darunter finden wir hier wieder ein paar kleine Sicherheitshinweise und Informationen. Als nächstes hätten wir hier die HTC-Kopfhörer, außerdem noch einen kleinen Netzstecker für die Steckdose mit passendem Kabel. Aber jetzt zum Gerät an sich. Und zwar finden wir ganz oben diesmal eine Webcam, natürlich auch wieder die Hörermuschel, das 4,3 Zoll große Super AMOLED Touchscreen und auf der Unterseite wieder die drei Soft-Touch-Tasten. Diese stehen auch hier wieder für zurück, den Home-Bildschirm und den Task-Manager. Auf der Unterseite finden wir wie gewohnt das kleine Mikrofon. Auf der Rückseite hätten wir dann hier noch den Lautsprecher, das Beats Audio-Logo, das HTC-Logo und die sehr auffällig designte Kamera. Zusätzlich hätten wir noch den LED-Blitz. Auf der Oberseite finden wir dann den On und Off sowie Sleep and Read-Button, dann noch ein kleines zusätzliches Mikrofon und den 3,5 mm Audioanschluss. Auf der Seite finden wir auch hier wieder eine Audiowippe. Aber jetzt erstmal zur Software. Auch auf diesem Gerät läuft wieder HTC Sense 4.0 und Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Alles arbeitet sehr flüssig. Apps laufen flüssig, Musik lässt sich einwandfrei wiedergeben und Video gucken macht auf dem 4,3 Zoll großen Touchscreen besonders viel Spaß. Damit das Ganze so flüssig läuft, verbaut HTC einen 1,5 GHz Dual-Core-Prozessor. Und auch die große 8-Megapixel Autofokus-Kamera auf der Rückseite hält, was sie verspricht. Auch bei diesem Handy gibt es hier wieder verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Videoauflösung schafft dieses Handy in Full HD. Das HTC One S. Ich persönlich halte es für ein ziemlich gutes Smartphone. Mit einem Preis von 433 Euro ist es zwar nicht billig, aber man bekommt ein schönes Handy mit tollem Design und guten Funktionen. Schade ist nur, dass der 16 GB integrierte Speicher nicht mit einer MicroSD-Karte erweitert werden kann. Alles in allem würde ich dieses Handy trotzdem weiterempfehlen.